In diesem Kapitel zeige ich Ihnen jetzt das Zubehör für unsere Tandems. Das sind einfach Teile, Zubehör, Accessoires, die wir im Laufe von Jahren entwickelt oder entdeckt haben und die manchmal das Tandemfahren sicherer machen oder bequemer oder komfortabler. Ein Spiegel ist eine sehr sinnvolle und auch sichere Geschichte beim Fahren. Vielleicht kennen Sie selbst schon Motorrad oder wie auch immer vom Autofahren. Mit einem Tandem stellen Sie sich vor, das ist wesentlich länger wie ein herkömmliches E-Bike, wie ein Solorad. Es ist wie, wenn Sie LKW fahren täten oder Motorrad. Ne? Wir haben zwei Ausführungen. Und zwar das Besondere ist, dass dieses Spiegelglas daneben asphärisch ist bei den Spiegeln. Also Sie haben einen größeren Blickwinkel, wie zum Beispiel am Waschbecken an Ihrem Spiegel. Ne? Da erscheinen sie so, wie sie sind, und hier, da tut etwas, das Sichtfeld tut er jetzt vergrößern. Also das wird dann daneben so hergeschraubt und dann haben sie einen super Blick. Sie müssen also nicht mehr beim Lenken oder beim nach hinten schauen so den Kopf verdrehen, weil automatisch verzieht man da den Lenker und weiß Gott, was dann dahinter passiert. Also entweder der ist aus massivem Metall gemacht. Das Glas gibt es übrigens als Zubehör, ein deutscher Spiegel. Und diesen hier verwenden wir, wenn das Fahrrad oft schräg gelegt wird, zum Beispiel im Kofferraum, weil dann kommt irgendwie ein Druck auf der Spiegel drauf und der verdreht sich in sämtliche Richtungen, ohne dass er kaputt geht. Ah, das ist ein fränkisches Produkt von da. Jo, also das daneben ist sinnvoll, kostet jeweils entweder 30 oder so 50 Euro rum. Wenn Sie nun als Fahrer oder Fahrerin da vorne so sind, als Steuer- oder Steuermann, Frau, irgendwie ist mir aufgefallen, Sie brauchen da irgendwas. Ne? Also erst einmal vielleicht so ein Navigationsgerät in Form von so einem Smartphone. Ne, das hat man ja heutzutage. Da kann man dann auch Batterien reintun für das Ding, dass das versorgt ist. Oder die Landkarte, so wie früher. Mache daneben drin sein Portemonnaie, eine Kamera vielleicht. Erste-Hilfe-Set, hm? Also ganz viel, wo immer am Mann brauchst, sobald man absteigt. Also zack, weg und dann gibt es einen Rachegurt und dann geht man damit zum Beispiel in die Wirtschaft. Das Besondere ist, wenn wir so etwas hinmachen, schraube mir das nicht an den Lenker, nein, weil das Lenkverhalten durch eine schwere Tasche negativ beeinflusst wird. Hier, das ist eine Halterung, die an den Gabelschaft montiert wird, nämlich so. Und dann können Sie hier, zuck, daneben das so einklicken. Ne? Also weg und da. Und das Gewicht, was daneben jetzt da kommt, eingeleitet wird, wird nicht am Lenker daneben eingeleitet, sondern direkt in der Rahmen rein. Also Sie werden das beim Fahren nicht merken, dass es stört. Das Einzige, wo Sie sich daran gewöhnen können, ist dann, das Ding bleibt stehen beim Lenken und naja, so ist es halt. Das ist interessant irgendwie. Falls Sie das Tandem oft schräg legen, also im Kofferraum zum Beispiel, würden die Pedale, so wie sie dort neben dran sind, sich oft verkeilen, ne? Also unten, oben und so. Es gibt jetzt verschiedene Pedale. Die eine sind klappbar. Es gibt aber auch abnehmbare Pedale. Ich zeige Ihnen jetzt das abnehmbare Pedal. Da bleibt nämlich nur noch so ein Stummel hier an dem Pedalarm übrig. Und das wäre dann perfekt zum Wegnehmen. Ziehe Sie einfach da das Zäpfle raus und zum Neimachen. Verdreht man das ein bisschen und tschuck und schon ist es drin. Eine sehr praktische Sache. Einer hat es einmal nicht gewollt, der hat gesagt, dann finde ich vielleicht anschließende Pedale nicht mehr. Gut, da habe ich ihm recht gehabt, aber ich weiß auch nicht, was der sonst noch alles vergisst im Leben. Sie kennen das ja aus Filmen oder wenn Sie es selbst schon so praktizieren haben. Früher sind Sie vielleicht noch in Urlaub gefahren, nach Spanien, nach Italien. Und die Männer, das waren die Helden, weil die sind dann nonstop gefahren von zu Hause. Ne, 1374 Kilometer in so und so vielen Stunden bis nach Spanien an den irgendwas Platzhotel. Und die brave Ehefrau, die saß dann immer nebendran und hat dem Mann Kaffee gereicht. Ne? Kaffee. Und den hat sie in Thermosflasche gehabt. Und so hat der gute Mann das durchgehalten. Wenn Sie jetzt hinter drauf sitzen, als Mann oder Frau, dann können Sie hier daneben mittels diesen Halterungen
können Sie quasi dort Ringflaschen anbringen und dann werde die nach vorne gereicht. Sie brauchen also nicht Anhalte am nächsten Parkplatz. Nee, Sie reichen das nach vorne an Fahrer oder Fahrerin. In der einen ist Wasser drin, im anderen ist Kaffee drin. Dann kommt daneben noch ein Täschle, zeige ich noch. Dann können Sie dann die Kekse nach vorne reichen und so und Müsli. Ganz wichtig, dieser Lenker daneben und diese Halterungen, damit können Sie eine ganze Fahrt unternehmen, ohne absteigen zu müssen. Es sei denn, Sie müssen mal welche was anderem anhalten. Wenn Sie nun hinten drauf sitzen dürfen, haben Sie vielleicht auch ab und zu das Bedürfnis, sich einen Keks zu nehmen oder irgendwie, man will sich die Brille putzen oder man muss ein Ferngespräch führen. Ne? Und dann eignet sich hier daneben so ein Täschle zum Beispiel, das man hier anbringen kann. Der stört beim Treten nicht. So, und dann kann man das auch später zack, zack wieder hin und weg machen. Da gibt es verschiedene Varianten. Und ja, also das macht dann das quasi wie das Handschuhfach, gell? An einem Auto, das Allergleiche. Und wenn Sie daneben noch einen Spiegel hinmachen, dann könnte die Frau sich ab und zu noch die Liebe nachziehen. Macht man das heute noch? Ich weiß es nicht. Ja, also Sie sehen, auch für den Hintermann Frau ist daneben so etwas möglich. Wenn Sie Ihr Tauberrad-Tandem abschließen möchte, damit kein anderer fortfährt, wobei Tandems werden selten gestohlen, es müssen immer zwei sein, gell? Meistens, wird selten gestohlen. Also wir haben noch keines gemeldet gekriegt, aber vielleicht schließen es ja auch die Leute ab. Unsere Kunden, ne, mit so einem Schloss zum Beispiel, die sind recht gut geeignet, weil man es entweder hier anbringen kann, da stört es nicht beim Auf- und Absteig oder daneben unten eventuell. Das sind Fallschlösser, sogenannte, die dann sehr sicher sind, also gehe durchschneide und so weiter. Und damit können Sie Ihr Tandem dann an etwas anschließen. Vielleicht haben Sie auch zu Hause noch irgend so ein schweres Gehänge, eine Kette oder sowas auf die Art. Geht natürlich auch. Daneben, das sieht halt sehr aufgeräumt aus und praktisch zum Verstauen. Ein unbedingtes Muss, finde ich, ist dieser Koffer hier. Ja, ein Schalenkoffer mit einem sagenhaft großen Volumen. Abschließbar. Es ist wasserdicht. Und da rein kann man nun alle wichtigen, notwendigen Dinge mitnehmen. Und ohne, dass man die jetzt, wenn man es beim Abstellen irgendwo dann stehen lässt, das Rad, gleichzeitig noch den Koffer wegnehmen müsste. Also, was ganz wichtig ist, da passt rein, Ladegerät, Ersatzkleider, gucken Sie her, das ist riesig groß, Regenbegleitung und solche Dinge. Aber es passt auch noch ein zweiter Akkurei. Also wer große Strecken vorhat, oder in Bergen viel unterwegs ist, gucken Sie sich das mal an. Also da passen doch mindestens 2 Akkus und ein Plus-Ladegerät. Das ist eine tolle Sache. Und das ist relativ günstig, der Koffer. Der wird befestigt mit einer Glickfix-Platte. Das ist so eine Adapterplatte. Da drückt man das Knöpfle und zack, macht man es weg. Und zack, macht man es da hin. Überlegen Sie sich, ob Sie es nicht gleich mit dazu nehmen wollen. Weil irgendwas werden Sie mitführen, garantiert.